Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und ich begleite euch einmal mehr nach Venice Beach. Ich habe zwar gestern so ein paar Kommentare gelesen unter einem Blog, dass es langsam langweilig wird. Darum versuche ich heute noch was abzufilmen, das ihr noch nicht gesehen habt. Wir sind jetzt nur noch zu dritt hier in der Hollywood Mansion. Tim, Karl und Ra sind gestern abgefahren. Und entsprechend sind nur noch ich, Ben und Patrick hier. Hallo Leute! Patrick und ich fahren jetzt, wie gesagt, nach Venice und haben dort ein Training mit Mikey O'Hearn. Und eventuell haben wir noch was anderes auf dem Plan. Ich muss sagen, die Amis sind halt, was Termine betrifft, nicht immer so zuverlässig, habe ich gemerkt. Das heißt, die sagen sehr schnell mal ja, aber dann heißt es auch sehr schnell wieder, oh, es geht nicht. Und das ist halt für uns sehr ungewohnt. Das heißt, wir gehen da jetzt halt auch immer so ein bisschen an diese Einstellung ran. Das heißt, wenn es was wird, wird es was und wenn nicht, nicht. Und was ich gestern noch durch Facebook erfahren durfte, heute Abend wird im Gold's Gym das Poster bzw. das Bild von Phil Heath aufgehängt. Im Gold's Gym gibt es eine Wand, wo alle Mr. Olympias chronologisch aufgehängt werden. Und heute ist der Tag, wo Phil Heath dort geehrt wird. Und scheinbar ist er auch am Start. Es soll scheinbar auch morgen so ein bisschen am Muscle Beach sein. Das heißt, ich hoffe natürlich schwer, dass wir ihn sehen, dass wir vielleicht kurz sogar mit ihm ein Video machen können. Mal schauen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt runter, verlieren nicht mehr Zeit. Wir haben nämlich, sind schon wieder mal ein bisschen im Stress. Pünktlichkeit, deutsche Zeit und man sieht sich. Bis nachher. Polska Genetics. Hardcore Natural Bodybuilding and more. So, jetzt haben wir hier noch die Roberta aufgeladen. Die wird heute wieder für uns die Kamerafrau spielen. Hat ihren Job letztes Mal super gut gemacht. Wie hat es dir letztes Mal so gefallen im Gold's Gym? Ja, gut. War schon speziell, hä? Ja, war schon speziell. Ich fand's cool, dass da so viele unterschiedliche Leute waren. Ja, also von Pumper bis zu Leuten, die einfach nur ein bisschen Sport machen wollen, war alles da. Okay, hast du irgendeine Promi erkannt, irgendeine Prominenz? Nein. Nicht wirklich, ja? Das sind eher so unsere Promis. Eure Promis. Und was hast du so von den Frauen, was denkst du so von den Frauen, wie du dort gesehen hast? Sind sie auch ganz speziell? Ja, da wird man natürlich schon teilweise neidisch, aber es gibt auch Frauen, operiert sind, und da kann man gar nicht mehr neidisch werden. Ja, also ich hab's auch. Ich fand deine Reaktion zum Teil auch lustig. So, du hast nicht mal was gesagt, einfach schon nur dein Blick hat eigentlich mehr als 1000 Worte gesagt. Und es ist wirklich so, das werdet ihr dann sicher auch mal sehen, wenn ihr dort am Start seid. Es gibt wirklich Typen und vor allem auch Frauen, bei denen man einfach nur noch so sagt, oh mein Gott, was ist da passiert? Denn was ich einfach gemerkt habe, ist, es gibt Männer, und ich gehöre mittlerweile da auch dazu, die sehen sich im Laufe der Zeit nicht mehr so, wie sie wirklich sind. Das heißt, ich selber, ich weiß, dass ich muskulös bin, mir ist es bewusst, ich sehe das auch ein, aber ich sehe mich trotzdem nicht mehr so, wie mich andere sehen. Das heißt, dieses Ausmaß an Muskulatur ist mir manchmal gar nicht mehr bewusst. Und wenn ich dann sehe, wie das im Gold's Gym sich über Jahrzehnte dann äußert und auch in Verbindung mit Steroidmissbrauch, dann sieht man dann einfach bei den Typen, dass die dann eben nichts mehr checken. Das heißt, die werden so big, so massig, dass es dann einfach nicht mehr schön aussieht und zum Teil auch eben verbaut. Das heißt, wir reden jetzt hier nicht von den Mr. Olympias, die auf die Symmetrie schauen, sondern es sind einfach ein Typ mit riesen krassen Armen, verrissener Haut, irgendwie, also bei denen ist irgendwie was schief gelaufen. Und bei den Frauen ist es dann, wie jetzt Roberta gesagt hat, dann auch wirklich so mit den Operationen, also bei den Frauen ist, wie sagt man, dem artet es dann noch mehr aus, in meinen Augen, weil die operieren sich dann wirklich nonstop. Also ich kenne auch Frauen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, die sich dann wirklich schon über ein paar Jahre eigentlich nichts Gutes getan haben mit diesen Operationen. Also Frauen, die eigentlich besser ausgesehen haben vorher und sich dann da irgendwas richten lassen und nochmal und ja, also ich finde es schade. Ich habe nichts gegen Frauen, die sich einer Brust-OP unterziehen. Im Gegenteil, ich verstehe es sogar, weil wenn man einen tiefen Körperfett haben will, dann muss das halt irgendwo sein. Beziehungsweise wenn man sich als Frau nicht mehr wohlfühlt, dann muss es sein. Weil man muss sich immer in seinem eigenen Körper wohlfühlen, das ist wichtig. Aber irgendwann hat es dann eben auch was mit Krankhaften, sich immer wieder was rein, eben irgendwie da Botox spritzen in die Lippen oder die Nase richten oder sowas. Das kann sein, dass es unter Umständen den Look verbessert, aber meistens tut es das eben nicht. Und deswegen bin ich gespannt, wenn ich mal so
immer wieder Kollegen habe, die sagen, sie gehen jetzt ins Gold's Gym, und dann höre ich dann immer so, oh, fuck, hey, hast du das gesehen? Auch bei der Fieber ist es immer wieder sehr eindrücklich. Bei der Fieber laufen dann auch immer diese ganzen Mutanten rum. Und ja, wir sind jetzt hier irgendwo zwischen Venice und Hollywood. Der Verkehr hält sich noch in Grenzen um diese Zeit. GPS ist auch im Start. Und nachher gehen wir noch ins Gunshot Powder. Dort sind wir jetzt schon Stammkunden geworden. Und dann geht's weiter. So, wir sind hier gerade live am Dreh mit Mikey. Zieht sich hier das ganze Gewicht bei den Flies rein. Alles wird abgedreht hier im Studio 71. Hier noch eine IFBB-Athletin. Hello! Das ist richtig geil hier, ich bin richtig gut aufgepumpt. Passt. Mikey ist auch am Start, nachher gehen wir noch essen. Big man. Yeah! Yo! So, wir sind hier wieder mal am Strand von Venice, haben uns gerade hier unsere Mittagspause gegönnt, im wahrsten Sinne des Wortes. Haben ein bisschen gedöst, geschlafen kann man nicht sagen. Bye bye. Mir ist es ein bisschen zu kühl meistens, besonders um diese Zeit, es ist schon 5 Uhr. Und wir waren heute Morgen ja mit Mike im Training, ich habe kurz reingefilmt. Und im Allgemeinen noch kurz, vielleicht eine kleine Anmerkung, die ganzen Trainingsvideos, die wir jetzt abgefilmt haben, die letzten 2 Wochen, die werden nach und nach kommen auf den Channels. Es ist jetzt wirklich so, dass wir jetzt die letzten Wochen mehrheitlich Vlogs abgefilmt haben und allgemein so ein bisschen halt Geschwafel. Und einige sind hier ziemlich ungeduldig geworden, aber wie gesagt, die Videos kommen. Und wir gehen jetzt nochmal ins Gold's Gym. Und zwar haben wir ein paar Sachen am Start. Erstens mal trainiere ich jetzt noch schnell ein bisschen Beine, Patrick ein bisschen Rücken. Weil das Training heute mit Mike war zwar intensiv, aber ich hätte erstens gar nicht Brust auf den Plan gehabt. Und zweitens müssen meine Beinchen auch mal wieder dran glauben. Beinchen! Und hier jetzt nach 2 Stunden Strand bin ich schon wieder gut erholt. Gegessen haben wir auch vorhin im Firehouse wieder mal. Gab es wieder mal die Bro Ball, wie ich sie so schön nenne. Und außerdem, das habe ich glaube ich schon vorher gesagt, wird heute Phil Heath hier geehrt, gekürt. Als 13. Mr. Olympia wird heute sein Bild, sein Gemälde oder sein Bild auf der Gold's Gym Wand aufgehängt. Das heißt mit anderen Worten, es gibt so eine private Flex Party. Und scheinbar kommt man nur mit Gästeliste rein. Es ist ein abgesperrter Teil im Gold's Gym. Aber Mike hat gesagt, eventuell kann er was für uns machen. Das heißt, wir versuchen jetzt einfach mal uns da irgendwie rein zu scammen. Mal schauen, was geht. Ja, wir versuchen es. Wie hast du das Training heute mit Mike so empfunden? Das war geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Training mich ein bisschen erinnert, so wie ich früher trainiert habe, so Powerlifting-Style, ja, hat ja viele Elemente von Powerlifting drin, und es war sehr hart, aber nicht so intensiv durch die langen Pausen, die wir gehabt haben, und darum gibt es jetzt noch ein Rückentraining bei mir. Ja, das stimmt, also rein von der Intensität her könnte man das Ganze natürlich noch ein bisschen machen, ein bisschen höher schrauben. Wir waren halt auch zu dritt, beziehungsweise zu viert, und haben einfach von daher auch ein bisschen gefilmt natürlich. Aber ich konnte mich trotzdem gut auslassen, besonders bei den letzten 2 Übungen habe ich nochmal alles gegeben. Ihr habt es gesehen oder ihr werdet es sehen. Und ja, jetzt suchen wir noch ein Klo irgendwo. Und dann geht es mal wieder ins Gold's. Nachher gehen wir noch kurz in den Supplement Store. Zeige ich euch mal hier, wie das abläuft hier in den USA. Ey, was machst du denn hier? Ey, das Zeug macht richtig hier. Ja, Mann, wir haben jetzt schon mindestens 3-4 Vlogs hier abgedreht. Ja. Und wir sind schon ein bisschen die Bauern, weil wenn wir was richtig Gutes haben, dann gehen wir einfach immer gerne wieder an denselben Ort. Und ich finde den Laden hier einfach geil. Muss ich einfach nochmal zeigen. Wie gesagt, wenn ihr hier seid, checkt's aus. Gratis Werbung hier für den Gunpowder Laden. So Leute, jetzt zeige ich euch hier noch einen Supplement Store, der, soweit ich weiß, nicht wirklich groß eine Kette ist, weil es ist so, in Amerika gibt es so sogenannte Ketten, so wie es bei uns Apotheken gibt, gibt es hier so ein GNC, Vitamin Shop, und die Läden sind meistens ziemlich, ich sag's jetzt mal so, ziemlich teuer und ziemlich einseitig, also die Produkte sind überall die gleichen, und bei solchen Laden wie jetzt hier, ihr seht, die Auswahl ist immens, ihr habt so gut wie alles hier, von A bis Z, alles, sowohl Health Food, als auch sogenannte Riegel, ihr seht hier die ganzen Quest Bars hier im Start, von A bis Z, auch für die ganzen Veganer hier hinten, eine riesen veganische Abteilung mit Smoothie Bar,
Die was? Den Tunnelblick? Verkaufen wir hier den Tunnelblick? Ja. Alter, das geht ja nicht. Nein, natürlich ein Spaß. Ja, ja. Ja, die verkaufen hier alles andere, aber keinen Tunnelblick. Das, dafür sind wir noch zu klein. Und die, ja, hier hinten sehe ich gerade noch, dass sie hier sogar Gewichthebergürtel verkaufen. Also das ist jetzt ein gutes Beispiel von einem Supplementladen, ein sehr gutes Beispiel. Sogar ein bisschen Food haben sie im Start. In Miami haben wir noch einen krasseren Store gefunden, wobei der nicht so groß war, aber von den Preisen her richtig krass, der sogar ohne Steuern verkauft, ohne Taxes. Und jetzt hier noch kurz die ganze Smoothie-Bar-Abteilung. Also wenn ihr in Venice Beach seid, kann ich euch empfehlen, hier das Ganze mal abzuchecken. Das ist wirklich ein cooler Laden. Gute Produkte von A bis Z. On Sale. Sachen gibt es auch. Kaffee habt ihr auch. Die größte IKEA-Tupperdose, die es gibt, haben sie auch. Da habe ich normalerweise meine Meals drin, wenn ich ins Flugzeug steige. Und ja, das war es jetzt an dieser Stelle mit Supplements. Nicht zu viel Werbung machen hier. Hier jetzt ein Pre-Workout mixen. Wir haben den Suburban mal so als kleine Bar genutzt. Hier werden die ganzen Stoffe zusammengemixt. Hier der Tunnelblick, natürlich ohne Farbstoffe. Richtig hippie-approved. Nebenbei noch ein paar BCAAs. Jetzt geht's nochmal ins Beintraining. Eins der letzten Trainings im Golf für dieses Jahr, höchstwahrscheinlich. Wir sind schon ein bisschen Aufbruchsstimmung. Wir haben jetzt noch 2 Tage hier. Aber morgen werden wir noch ziemlich viel zu tun haben. Wir müssen noch ziemlich viel erledigen. Und am Sonntag geht's dann ab nach Hawaii. Und ich freue mich richtig total, auch mal in Hawaii ein paar Tage abzuschalten. Ich werde mir mit größter Wahrscheinlichkeit dort auch mich so einrichten, dass ich die paar Videos für euch noch schedule für die Woche und dann einfach mal wieder komplett abschalte, Coachings entsprechend noch vorarbeiten und dann einfach auch mal entspannen, weil das brauche ich jetzt wirklich, weil die letzten Tage waren so krass. Ich habe auch gesagt, dem Patrick, mit größter Wahrscheinlichkeit werde ich auch versuchen, ein paar trainingsfreie Tage zu machen. Ich weiß sowieso nicht, wie das Training in Maui funktionieren kann, funktionieren soll. Deshalb würde ich mir eher so wünschen, wir machen jeden Morgen so ein geiles bisschen Cardio, damit wir trotzdem ein bisschen den Stoffwechsel in Schuss halten und hören dazu ein Buch. Ich mache das noch ziemlich gerne beim Cardio, so ein bisschen Hörbücher hören. Das heißt, Bücher, die ich schon gelesen habe, höre ich mir meistens nochmal an. Oder Bücher, die ich aus irgendeinem Grund noch nicht gelesen habe und keine Zeit dafür habe, dann ist es ab und zu auch geil, sie zu hören. Wobei ich sagen muss, ich mit meinem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom funktioniert das nicht immer so gut. Das heißt, sobald ich irgendwas anderes sehe, was anderes mache, kann es sein, dass ich mich ziemlich schnell ablenken lasse. Deswegen is my preference still reading the books. Du, ich muss dich noch was fragen. Wie viel Cardio machst du denn? Jetzt momentan mache ich gar kein Cardio, Leute. Ich mache momentan kein Cardio und man sieht es mir vielleicht auch mittlerweile ein bisschen an. Und ich weiß auch, dass Cardio definitiv Sinn machen würde, auch im Aufbau. Mittlerweile habe ich da meine Meinung geändert. Auch hier habe ich meine Meinung geändert. Ich gebe es auch offen und ehrlich zu, wenn ich mal zu neuen Erkenntnissen komme. Das habe ich ja auch im Bereich der Mikronährstoffe so gemacht. Und was Cardio betrifft, da habe ich mittlerweile auch ein paar Sachen gelesen, dass eben das ganze Stoffwechselthema, das ganze Regenerationsthema, alles dafür spricht, auch Cardio im Aufbau zu machen. Natürlich nicht zu übertrieben, aber es macht Sinn, 1, maximal 2 Sessions pro Woche einzuschließen. Und der Patrick hat es auch schon mal gesagt, es tut dem Kopf auch sehr gut. Es lüftet den Kopf durch. Deswegen, wenn ihr Zeit habt oder nehmt euch die Zeit für Cardio, und ich werde jetzt damit vielleicht auch bald mal wieder anfangen, möchte aber an dieser Stelle nicht garantieren. Ja, jetzt warten wir, bis der Booster kickt. Und dann geht's los. Komm, Bro. Komm, Bro. Zieh es durch. Du wirst gefilmt. Jetzt kannst du nicht versagen, Mann. Pro-Bro-Community will etwas sehen jetzt. Komm, Daumen hoch für Patrick Reiser. Ich bin total im Arsch, ich sag euch eins. Dieses verfickte Filmen. Ja. Es geht schon auf die Substanz, ich merke es auch hier im Kopf. Ja. Es geht auf die Substanz und jetzt bin ich müde. Und jetzt freue ich mich, morgen noch einen Tag durchhusteln mit Mischa. Und dann Maui, Hawaii. Maui, baby. Aloha. Ja. Ich bin auch richtig geil im Arsch jetzt. Ja,
habe jetzt noch meine Front Squats gemacht mit 110 Kilo. Das ist Referenz momentan für mich. Mehr war ich, höher war ich gar nie. Und hier noch ein Blue Time Races machen mit Patrick. Ich brauche ihn hier als Spotter. Auch die kommen langsam, oder? Super. Das ist er gleich noch. Ganz sauber. Wer das Video noch kennt, das ich mal vor 3 Monaten hochgeladen habe, das war schrecklich im Vergleich zu jetzt. Und genau da hinten feiert Phil Heath gerade seine Anniversary Party, beziehungsweise einfach seine Miss Olympia Goals Gym Aufnahme. Wir werden nachher versuchen, uns irgendwie reinzuschmuggeln. Wir haben ein paar ordentliche Kleider hier, das heißt, wir gehen nachher duschen, parfümieren uns, ziehen uns ein bisschen Schmuck an und dann versuchen wir mal dort zur Gesellschaft zu gehören. Wir scammen uns rein. Wir scammen uns rein. Und falls es nicht klappt, gehen wir direkt essen. Heute gehen wir mal ins Roku Sushi. Und ich nehme euch dann natürlich wieder mit, weil es soll scheinbar einer der besten Sushi-Places sein hier in L.A. Deswegen kann man das sicher mal auschecken. Und wir machen jetzt schnell unser Training fertig. Und dann geht's weiter. So Leute, kurzen Beweis. 2 Stück Gluten Races ist schon sein 4. Satz. Aber ich zeige euch jetzt, wie sauber es mich schon macht. Und vor allem, achtet auf seine Haltung. Und wenn ihr es vergleicht mit dem letzten Video, schaut dann, wie weit er jetzt schön runterkommt und wie schön er alleine wieder hochkommt. Jetzt zeig mal, was du kannst, Bro. Letzter Satz ist nicht so optimal jetzt. Ne? Jetzt musst du zeigen, was du kannst. Rücken. Stabilität. Also ihr seht, sein ganzer Körper ist angespannt. Geht schön weit nach unten. Arsch ist angespannt. Sogar seine Arme sind angespannt. Yes, schön weit nach unten und dann aus eigener Kraft wieder hoch. Also hier seht ihr, die Technik hat sich um einiges verbessert, auch die Kraft. Und jetzt muss ich ihn spotten, Leute. Bis später. So, hier ein kleines Scam-Video. Leute, coole Geschichte hier, schaut mal. Ja, wir dürfen hier leider nicht offiziell filmen. Deswegen machen wir das Ganze jetzt ein bisschen top. Machen das so. Auf Pro Lifestyle Art. Ja, machen das auf die Pro Lifestyle Art. Ziemlich dunkel hier. Aber wir sind jetzt drin. Der Fighter-Kollege von Mike hat uns reingescannt. Das war richtig gut. Ja. Und ich weiß gar nicht, wo man mich hier sieht, Leute, aber. Gute Leute hat es hier. Gute Leute hier, schöne Frauen. Und ich schalte nachher nochmal ein, wenn wir besseres Licht haben. Nein, Gifted Nutrition, ich habe schon ganz, ist ganz catchy. Ja? New, seine neue Linie. Gifted Nutrition, praktisch, gleich, praktisch gleichzeitig mit Profuel. Das heißt, wir haben jetzt eine Konkurrenz, eine direkte. Und er setzt auf Stevia, finde ich ganz geil. Ganz geil. Auf Stevia hier. Hey Bro, was geht ab? What's your name? Is this Lydia? No.